Assalamualaikum, dengan gue Habib, balik lagi di Mining Gaming Media, channel yang menyajikan informasi seputar mining dan gaming. Kalau lo tertarik dengan mining dan gaming, lo di channel yang tepat. Ya, di video kali ini gue akan memainkan game Battlefield 5 untuk part 4, part yang terakhir. Buat lo yang pengen tahu gameplay gue sebelumnya, lo bisa tonton video gue sebelumnya dengan klik link di atas. Ya, langsung aja kita play. Hari Minggu, tanggal berapa sekarang ya? 10, 24. Mumpung masih libur, ajar. Ini udah semua kan ya, yang belum nonton silakan linknya di atas. Last Tiger kosong nih bro, yuk. Oke. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Last Tiger. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor.
das denn verdienen? Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschütz bereit. Da steht eine verdammte Kanone. Das sind unsere Soldaten. Geben wir den Feuerschutz. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz. Das wäre erledigt. Wir müssen durch die Barrikaden. Station voraus. Alle Mann bereithalten.
uns machen. Artilleriestellung zerstört. Jetzt die andere. Das war die letzte Artilleriestellung. Scheiße! Sherman! Sind wieder einsatzbereit.
bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herr Gott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Der macht keinen Mut mehr. Kein Durchschlag! Weiter feuern! Sherman, da! Guter Schuss! Wo waren wir? Sie sind getroffen, fahren aber noch! Fahrzeug! Nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar.
Hartmann. Ja? Alles banget sieht man's. Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Banyak teman apa musuh? Pakai dulu, gue mas. Duar. Wah, tank. Au. Sie sind getroffen, fahren aber noch. Tapi kocak. Tuh, gak bisa turun. Nah, tuh. Weh, apaan tuh? Biar, ngeselin juga nih kocak. Ini lo. Kemana lo? Gear tank. Wih, dari mana itu? Di lelundra banyak. Aduh, dekat rendah.
Kommandant. Nee, kann ich. Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann, voller Fehler.
Waduh, gue dirudal. Feuerwerk gefolgt.
Fähre. Gut, Kerz, legen Sie los! Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Nichts wie weg hier!
Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Make contact with command. Gila, udah kena. Apa aja deh. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! What the fuck? Nyerah-nyerah, bro. Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Geht ihr, Ali? Irgendwelche Familien, Kommandant? Da sind noch mehr. Durchhalten.
Unsere Panzerung wird schwächer. Nicht gut. Dikeroyok, Pak. Wir verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott, doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Adir. Er war ein Verräter.
udah terdoktrin dia. Kalau lu nyerah atau kabur gitu ya, meninggalkan tim atau pasukan, lu dianggap pengkhianat. Parah juga. Bagus sih, tapi gimana gitu. Nah, jenderalnya juga nyerah juga. Yur, lo diarahin ke dia. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini.